beginnt an einem schönen, lauen Abend. Die Vögel zwitschern und es duftet nach Blumen und Gras. Diese Woche ist sehr aufregend für unser Dorf. Wir haben nämlich Besuch aus Amerika bekommen. Der Bürgermeister unserer Partnerstadt ist mit seiner Frau und seinen Stellvertretern bei uns zu Gast. Gestern war deshalb ein großer Empfang im Gemeindesaal. Alle Einwohner waren dazu eingeladen und die Gäste haben viele Geschenke mitgebracht. Das Beste war ein riesiger Ochsenfrosch. Ich muss sagen, der sieht unserem Bürgermeister sehr ähnlich. Er ist doch auch sehr dick und hat einen sehr breiten Mund. Der Bürgermeister hat gesagt, dass er den Frosch morgen unten am Gänseteich freilassen will. Und weil ich so nah daran wohne, wollen mich die amerikanischen Gäste bei dieser Gelegenheit gleich besuchen und bei mir zu Abend essen. Wie schade, dass mein Cousin Bertram auf Weltreise ist. Der kennt sich nämlich mit fremden Kulturen aus. Ich möchte doch alles richtig machen. Hoffentlich gefällt es den amerikanischen Gästen bei mir. Ob wir einander verstehen? Ich kann doch gar kein Englisch. Aber einen Apfelkuchen habe ich gebacken. Der duftet herrlich. Bloß, ob man in Amerika auch Apfelkuchen mag? Ich werde erst einmal die Küche aufräumen. Hier liegen noch die Apfelschalen vom Kuchenbacken herum. Irgendwie sind die viel zu schade zum Wegwerfen. Sie duften so gut. Da fällt mir etwas ein. Meine Großmutter hat aus Apfelschalen immer einen Tee bereitet. Das werde ich jetzt auch machen. Ich koche ein wenig Wasser und gieße es über die Apfelschalen. Nun muss der Tee noch eine ganze Weile ziehen. Inzwischen will ich in den Garten gehen und nachgucken, ob dort alles in Ordnung ist. Ach, da sitzt ja der gelehrte Graugänserich Herr Günther. Und neben ihm die kleine Schnecke Monika Häuschen mit ihrem besten Freund, dem Regenwurm Schorsch. Hoffentlich sind die drei morgen Abend auch hier. Ich würde sie zu gern meinen amerikanischen Gästen zeigen. Ob es in Amerika auch Regenwürmer gibt? Ach, was für ein netter Abend. Ist es nicht herrlich heute? Also ich finde es bisher eher mittelprächtig. Was gibt es denn zum Abendessen? Ja, das Abendessen. Ich habe schon alles für morgen vorbereitet. Neben dem Schuppen steht ein Korb mit Zuckermais und frischen Kartoffeln. Den Mais will ich dann über der Feuerschale rösten. Mais wächst schließlich auch in Amerika. Dann fühlen sich die weitgereisten Gäste bestimmt gleich wie zu Hause. Herr Günther, Sie sollten nicht immerzu ans Futtern denken. Aber woran sollte ich denn sonst denken? Na, ans Spielen. Wir wollten doch ein lustiges Abendspiel machen, bevor wir schlafen gehen und Sie zum Gänseteich zurückflattern. Mit hungrigem Magen kann ich nicht spielen und auch nicht zurückflattern. Ich brauche noch etwas zu essen. Was könnte ich denn nehmen? Hauptsache, der Gänserich geht nicht an meinen Zuckermais. Woran muss ich noch denken? Getränke! Ich habe für meine Gäste extra große Becher besorgt. Eigentlich sind das Krüge, aber man kann gut aus ihnen trinken. In Amerika ist nämlich alles viel größer als bei uns. Jetzt futtern Sie einfach ein bisschen Löwenzahn und dann lasst uns endlich spielen. Ja, Löwenzahn ist eine gute Idee. Was machen wir denn für ein Spiel? Wir könnten mit Püppchen spielen. Nö, das könnten wir nicht. Stimmt. Wir haben ja kein Püppchen. Ich könnte mir vielleicht eins zum Geburtstag wünschen. Also darauf kann ich nicht warten. Es dämmert schon und ich möchte zurück zum Gänseteich fliegen. Herr Günther hat recht. Es ist schon sehr dunkel. Vielleicht sollten wir lieber schlafen. Nö, das ist doch gerade gut, wenn es dunkel wird. Dann können wir nämlich Geisterjagd spielen. Da mache ich nicht mit. Ich fürchte mich vor Geistern. Aber wir tun doch nur so. Das wird lustig.
Vielleicht wird es aber auch gefährlich. Quark mit Quatschsoße. Also in diesem Garten gibt es wirklich nichts, wovor man erschrecken müsste. Das stimmt natürlich. Aber etwas Merkwürdiges geht hier im Garten trotzdem vor sich. Gestern hat nämlich jemand meine Mülltonne umgekippt und den ganzen Inhalt auf der Straße verteilt. Ob das der Wind war? Hoffentlich passiert das heute Nacht nicht wieder. Wenn die Gäste kommen, soll doch alles sauber und ordentlich sein. Mich bringt jedenfalls so leicht nichts aus der Fassung. Na siehste, Monika, der Herr Günther muss es ja wissen. Dann spielen wir jetzt Geisterjagd. Und ich werde erst einmal zurück ins Haus gehen und ein frisches Tischtuch für morgen heraussuchen. Das ganze Haus duftet nach Apfeltee. Er hat eine schöne goldbraune Farbe angenommen. Ich gebe einen Spritzer Zitrone dazu und einen kleinen Löffel Honig. Kurz umrühren. Ach, einfach köstlich. Das könnte ich meinen Gästen morgen auch anbieten. Aber ob sie Tee mögen? Ich glaube, in Amerika trinkt man am liebsten Cola. Ach, ich bin so unsicher. Hoffentlich geht das gut. Wie spielt man denn nun Geisterjagd, Schorsch? Ja, ganz einfach. Das ist wie Verstecken, bloß im Dunkeln. Einer von uns ist der Geist und die anderen beiden gehen auf Geisterjagd. Aber wir sehen doch gar nichts im Dunkeln. Das ist ja der Witz an der Sache. Herr Günther muss sich als Erster verstecken und stößt einen Geisterschrei aus. Was ist denn ein Geisterschrei? Na, huhu, oder... Huch, was war denn das? Das klang aber gespenstisch. Ich finde das sehr gruselig. Kann Herr Günther nicht etwas Netteres rufen? Sowas wie, hallo, ihr müsst keine Angst vor mir haben. Ich bin bloß der kluge Herr Günther. Also, das würde mir auch gefallen. Aber es geht nicht, sonst wäre das ja eine Gänsejagd und keine Geisterjagd. Es muss unbedingt ein Geisterschrei sein. Also gut. Und was passiert nach meinem Geisterschrei? Ich spitze meine Ohren und höre, aus welcher Richtung er gekommen ist. Ein Regenwurm hat keine Ohren. Ich werde sie trotzdem finden. Ich glaube, ich habe das Spiel verstanden. Wir können anfangen, Herr Günther. Sie müssen sich verstecken. Also meinetwegen. Ich weiß auch schon wo. Ich tippe mal auf das Salatbeet. Wie hast du das nur herausgefunden? Jetzt muss ich mir ein anderes Versteck ausdenken. Wie ärgerlich. Vielleicht gehe ich ins Gebüsch da drüben. Da ist es schön dunkel. Dort findet mich keiner. Schorsch, was war das? Bloß der Herr Günther. Du bist manchmal eine ganz schöne Schisserschnecke. Aber da ist was im Gebüsch. Na klar ist da was im Gebüsch, und zwar der Herr Günther. Schorsch, wollen wir den Herrn Günther zusammensuchen? Allein fürchte ich mich. Na, von mir aus. Und jetzt sei still, Monika, damit wir hören, wo Herrn Günthers Geisterschrei herkommt. Also, Sie müssen schon ein ordentliches Geistergeräusch machen, Herr Günther, sonst können wir Sie nicht finden. Ich versuche es. Na bitte, geht doch. Ich hätte gar nicht gedacht, dass Herr Günther so einen schönen, grausigen Geisterschrei hinbekommt. Mir war er ein bisschen zu gruselig. Da läuft mir gleich ein kalter Schauer übers Häuschen. Puh, das klang wirklich unheimlich. Na, zum Glück weiß ich, dass es der Gänserich war. Wenn ich nur ein sauberes Tischtuch finden würde. Tja, zu dumm. Die sind wohl alle bekleckert. Aber das macht nichts. Wozu habe ich denn eine Waschmaschine? Los, Monika, das kam von da drüben. Gleich haben wir Herrn Günther. Ich bin an etwas Weißes gestoßen. Ist das ein Gespenst? Nee, das ist der Bauch von Herrn Günther. Gewonnen!
mit dem Geistergeschrei aufhören, Herr Günther. Wir haben sie gefunden. Oh, aber meine Schreie gehören doch gar nicht zum Spiel. Ich bin in der Dunkelheit gestürzt. Ich habe mich verletzt. Auweia. Armer Herr Günther, tut es sehr weh? Natürlich tut es sehr weh. Ich bin auf meinen Bürzel gefallen. Na, da kann es ja nicht so schlimm sein. Der ist mächtig gut gepolstert. Aber ich bin verletzt. Ich habe ganz sicher eine Bürzelverstauchung. Au! Oh nein. Was für ein Unglück! Da ist doch gar nichts zu sehen. Es ist ja auch dunkel. So, ich stecke meine Tischtücher schnell in die Waschmaschine, schütte Waschpulver dazu und stelle sie an. Nanu, da tut sich ja gar nichts. Ist der Stecker auch drin? Was ist denn da los? Oh je, ich fürchte, meine Waschmaschine ist kaputt gegangen. Was mache ich denn nun? Was sollen denn meine Gäste von mir denken? In Amerika hat man ganz sicher immer frische Tischtücher parat. Oh, diese Schmerzen. Ich muss mir die Verletzung unter der Gartenlaterne ansehen. Kommen Sie mal hier rüber. Ich kann nicht. Dann müssen wir sie rübertragen. Los, pack mal mit Anschuss. Er bewegt sich keinen Millimeter. Ich glaube, Sie hätten nicht so viel Löwenzahn essen dürfen. Sie sind eindeutig zu schwer. Jetzt könnten wir einen Superhelden gebrauchen. Der ist doch schon da. Hier kommt Super-Schorsch. Ich meinte eigentlich einen richtigen Superhelden. Hat mich jemand gerufen? Naja, wir könnten Hilfe gebrauchen. Wir wollen Herrn Günther ins Licht ziehen. Der ist aber zu dick für uns. Ich bin nicht dick. Ich bin lediglich stattlich. Au. Und verletzt. Verletzt bin ich auch. Okay, okay. Dann komme ich ja gerade richtig. Nicht so grob. Loslassen. Du hast mich gekratzt. Du musst dir mal die Fingernägel schneiden. Au! Gerettet! Vielen Dank, mein Held. War mir eine Ehre. Er ist nicht nur ein Held, sondern auch bescheiden. Und er sieht so gut aus mit dieser verwegenen Maske. Was ist denn da draußen für ein Tier in meinem Garten? Ich kann es gar nicht richtig erkennen in der Dämmerung. Ich werde mal rausgehen und nachschauen. Dich habe ich noch nie hier gesehen. Wie heißt du denn? Ich bin Rambo. Rambo. Das klingt nach Randale und Rambazamba. Das gefällt mir. Aber mir gefällt das gar nicht. Und wieso nicht? Er ist ein Waschbär. Das erkennt man sofort an der schwarzen Maske und dem geringelten Schwanz. Au! Ein Waschbär ist das? Dann ist das wohl der Tu nicht gut, der seit Tagen meinen Komposthaufen verwüstet. Ob er auch an meiner Mülltonne war? Ich schaue ihn mir mal genauer an. Also eigentlich sieht er richtig niedlich und unschuldig aus. Ist er nicht putzig mit seinen Öhrchen und den Knopfaugen? Putzig? Hallo, ich bin ja wohl cool. Yeah, was geht ab, Leute? Hier geht gar nichts ab. Hier ist alles solide verarbeitet. Ich meinte doch, was macht ihr so? Na, wir buddeln ein bisschen rum. Und wir kriechen durch die Gegend. Vor allem essen wir gern. Oh. Du kannst mitmachen, wenn du willst, Rambo. Yippie, yam, yam. Ist das eine Einladung zum Essen? Und zum Buddeln und Rumkriechen. Ich bin übrigens Schnecke Monika. Eine Schnecke? Das ist ja super. Und ich bin der Regenwurm Schorsch. Ein Regenwurm? Ich freue mich riesig. Monika, der redet aber komisch. Das muss doch so sein. Er ist schließlich ein Superheld. Die reden bestimmt alle so. Also, so gern ich den Tieren zuhören möchte, ich muss erst einmal mein Tischdeckenproblem lösen. Vielleicht finde ich im Schuppen etwas Brauchbares. Ah, ich wusste es.
da steht der alte Waschbottich meiner Großmutter und ihr Waschbrett. Dann wasche ich das Tischtuch eben einfach mit der Hand. Ich lasse mit dem Gartenschlauch Wasser in den Bottich. Nun stelle ich das Waschbrett ins Wasser und schrubbe mein Tischtuch darüber. Das macht sogar Spaß. Aber, ein wenig außer Atem komme ich dabei. Wenn ich mir überlege, dass meine Großmutter so ihre Wäsche waschen musste. Es ist wirklich ganz schön anstrengend. Aber die Flecken sind raus. Nun muss das Tischtuch noch auf der Wäscheleine trocknen. Und ich mache erst einmal ein Verschnaufpäuschen und trinke meinen Apfeltee. Was haben wir für ein Glück, dass Rambo hier im Garten ist? Oh, einerseits ja, aber andererseits... Ich bin so schwer verletzt, ich kann gar nicht klar denken. Macht nichts. Denken wird überbewertet. Versuchen Sie mal mit dem Bürzel zu wackeln, Herr Günther. Geht das? Nur unter größten Schmerzen. Dann sind Sie schwer krank. Also wirklich, wo ist das Problem? Wenn man hinfällt, steht man wieder auf und weiter geht's. Okay? Ja, genau. Finde ich auch. Du gefällst mir. Du gefällst mir auch gut. Richtig gut. Oh, das könnte in einem schrecklichen Unglück enden. Au, wenn ich nur klar denken könnte. Mein Kopf, mein Bürzel, mein alles. Keine Sorge, Herr Günther. Ich weiß, was da hilft. Wirklich? Was denn? Streicheln und ein Liedchen. Heile, heile Gänschen. Was soll denn dieser Quatsch? Herr Günther hat dein Schwänzchen. Das ist ganz der Matsch. Wow, das war ja eine super Show. Ist es wieder gut, Herr Günther? Nein. Oh, jetzt klebt auch noch Schneckenschleim an meinem Bürzel. Armer Herr Günther. Ich werde Sie gesund pflegen. Was kann ich Ihnen denn Gutes tun? Möchten Sie vielleicht etwas essen? Wie soll ich in dieser Situation ans Essen denken? Also ich wäre dabei. Hier riecht es super gut. Oh nein! Mir muss etwas einfallen. Ach, wenn mein Kopf nur nicht so benebelt von den Schmerzen wäre. Ha! Au! Ich habe es! Wir müssen tatsächlich etwas essen, und zwar von diesen dicken, saftigen Lauchstängeln. Köstlich! Au! Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn der Herr Günther mal nicht ans Fressen gedacht hätte. Aber diesmal ist es wirklich wichtig. Das behaupten Sie immer, und dann futtern Sie uns alles vor der Nase weg. Aber nicht heute. Ihr müsst unbedingt ebenfalls von diesen Gräsern essen. Schorsch! Fällt dir nichts auf? Nee, was denn? Herr Günther hat nicht gesagt, dass du gar keine Nase hast. Na, das ist doch gut. Vielleicht hat ihm der Klopfer auf den Bürzel ein bisschen Benehmen beigebracht. Nein, ich sage dir, da stimmt was nicht mit Herrn Günther. Warte, ich mach mal einen Test. Herr Günther, sitzt meine Frisur noch gut? Das ist doch jetzt unwichtig. Ihr müsst schnell den Lauch essen, und zwar reichlich. Siehst du, er hat vergessen zu sagen, dass ein Regenwurm gar keine Frisur hat. Du hast recht, Monika. Vielleicht ist beim Herrn Günther im Kopf etwas durcheinander geschüttelt worden. Esst jetzt endlich den Lauch. Wir sollten lieber schnell tun, was er sagt. Hast recht. Vielleicht ist er verrückt geworden. Verrückte können gefährlich werden. Darin habe ich Erfahrung. Hier im Dorf sind einige verrückt. Die werfen mit Zeug nach mir, treffen aber nie. Naja, verrückt eben. Palem, palem. Esst ihr jetzt endlich den Lauch? Ja, ja, regen Sie sich bloß nicht auf, Herr Günther. Alles wird gut. Gar nicht so übel. Doch übel. Oh, sogar sehr übel. Oh. Lass mich mal kosten. Die Grasstängel schmecken irgendwie komisch. Jetzt habe ich einen pelzigen Geschmack im Mund. Pfui.
Das Gras schmeckt widerlich. Das ist ja auch gar kein Gras. Das sind die Lauchstängel des Knoblauchs. Knoblauch? Wir haben Knoblauch gegessen? Warum macht ihr denn so einen Blödsinn? Knoblauch ist äußerst gesund. Er enthält viele Vitamine und hilft gegen Erkältungen und Krankheiten. Außerdem töten die Stoffe im Knoblauch Bakterien und Keime ab. Also mir schmeckt Knoblauch sehr gut. Ich habe von meiner Großmutter ein Rezept für Tomatensauce. Da kommt immer eine Knoblauchzehe dran. Ob ich diese Soße vielleicht auch für meine Gäste mache? Die schmeckt bestimmt gut zu Mais. In Amerika isst man zu allem Ketchup, hat uns der Bürgermeister erzählt. Aber Knoblauch riecht widerlich. Ja, das stimmt allerdings. Wenn man Knoblauch gegessen hat, riecht man ein bisschen merkwürdig aus dem Mund. Knoblauch verdirbt mir jeden Appetit. Zum Glück, das war ja auch der Sinn der Sache. Ach, vielleicht riecht es ja nicht ganz so schlimm. Hauch mich mal an, Schorsch. Puh, du hast grauenhaften Mundgeruch. So ein Mist aber auch. Ich gurgle mal. Ist jetzt weg? Nein, es riecht immer noch schlimm. Wie ist es bei mir? Du hast auch Mundgeruch, Monika. Oh nein, wie peinlich. Hier riecht es tatsächlich stark nach Knoblauch. Hoffentlich nimmt meine frische Wäsche diesen Geruch nicht an. Was mache ich denn dagegen? Ich muss mir meine Raspelzähne putzen. Das solltest du schön bleiben lassen. Aber dieser Knoblauch riecht einfach grässlich, grausig, grauenhaft. Dann ist doch auch eine Knoblauchknolle. Wenn wir alle nach Knoblauch riechen, merkst du es gar nicht mehr. Wir machen es uns einfach gemütlich. Und halten uns die Nase zu. Ein Regenwurm hat keine Nase. Ach, was für ein Glück. Herr Günther ist wieder ganz der Alte. So ein Mist aber auch. Ihr habt alles ruiniert. Knoblauch kann ich nicht ausstehen. Jetzt muss ich mir was anderes zum Futtern suchen. Wie ist das jetzt gemeint? Ich fürchte, Rambo war eigentlich auf der Suche nach Schnecken und Würmern. Na, so ein Zufall. Die hat er ja auch gefunden. Warum hat er uns denn gesucht? Hat es sich im Garten rumgesprochen, dass man mit mir jede Menge Spaß erleben kann? Oder dass ich eine sehr liebe und gutherzige Schnörkelschnecke bin? Ich fürchte, er hat euch eher gesucht, weil ihr auf seinem Speiseplan steht. Waschbären fressen so ziemlich alles, was sie finden können. Obst, Nüsse, Getreide, Eier, Mäuse, Insekten, Vögel, Fische, Krebse, Frösche und eben auch Würmer und Schnecken. Was? Schnell weg, Monika! Ich bin eine Schnecke! Bei mir geht nichts schnell! Ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ihr habt Glück, dass ihr einen so klugen und gelehrten Gänserich zur Seite habt. Waschbären mögen nämlich keinen Knoblauch. Wirklich? Also das muss ich mir merken. Ich bin noch nicht sicher, ob ich einen Waschbären in meinem Garten haben möchte. Vielleicht könnte ich ihn mit Knoblauch vertreiben. Ich sag doch, der Knoblauch hat alles ruiniert. Ein wenig Petersilie auf dem Regenwurm wäre super gewesen. Ein bisschen Dill auf der Schnecke wäre okay. Aber Knoblauch, das ist Humbug. So, jetzt reicht's mir aber. Das finde ich nicht nett, Rambo. Ich hatte dich richtig gern. Und dann sagst du sowas? Schäm dich. Du hast mich gern? So richtig von Herzen? Hatte, sagte ich. Aber jetzt bin ich enttäuscht. Das musst du nicht sein. Ich fresse niemanden, der mich gern hat. Großer Treueschwur. Schwer, schwer. Na, wenn das so ist, dann hab ich dich vorsichtshalber auch ein bisschen gern. Wirklich? Yeah! Wir müssen abklatschen. Gib mir fünf. Fünf was?
5 Erdkrümel. Oder 5 Blümchen. Natürlich 5 Finger. Ein Regenwurm hat keine Finger. Und wie will er dann abklatschen? Ist doch klar wie Tümpelbrühe. Mit meinem Regenwurm Schwanzspitzenzipfelchen. Und wie viel hast du davon? Natürlich nur 1. Okay, dann gib mir 1. Yeah! Das macht Spaß. So, und jetzt muss ich nach was Vernünftigem zum Essen suchen. Auf dem Komposthaufen hier liegt immer eine Menge Zeug rum, was ich gebrauchen kann. Meinst du das leckere Gras? Oder die schönen, angewelkten Blätter? Nö, das will ich nicht. Aber Obst, yippie yam yam, das esse ich hier immer abends. Wow, eine Scheibe Brot. Mampf, mampf. Also dann ist das wirklich der freche Waschbär, der immer diese Unordnung im Garten macht. Aber das sind doch Abfälle. Willst du die wirklich essen? Zeig mal. Ich muss erst untersuchen, ob das gut ist. Huch. Jetzt benutzt der Waschbär auch noch meinen Waschbottich. Den hätte ich wohl wegräumen müssen. Aber andererseits, bevor ich Obst esse, wasche ich es auch immer gründlich ab. Mein Brot würde ich aber nicht abspülen. Also ich finde es sehr vernünftig, dass du alles abwäschst, bevor du es isst. Ich wasche mein Essen doch nicht. Ich will nur erkennen, was es ist. Dann brauchst du wohl eine Brille. Waschbären können tatsächlich nicht besonders gut sehen. Sie erkennen auch keine Farben. Keine Farben? Dann siehst du ja gar nicht, wie schön rosa ich bin. Was ist denn rosa? Ist doch klar wie Tümpelbrühe, die schönste Farbe der Welt. Schorsch ist nämlich überall rosa. Wie fühlt sich dieses Rosa denn an? Ist es vielleicht buckelig und rau? Quark mit Quatschsoße. Mein Rosa ist schön glatt und weiß. Okay, zeig her. Das kitzelt. Weil Waschbären nicht gut sehen, tasten sie lieber. Ich will aber nicht abgetastet werden. Du fühlst dich merkwürdig an. Das muss ich genauer untersuchen. Huch, was soll denn das jetzt? Nein, ich will nicht in den Waschbottich. Das ist doch sehr nett von Rambo. Du bist bestimmt schmutzig geworden beim Buddeln in der Erde. Ich will aber nicht gewaschen werden. Ich bin ein sehr sauberer Regenwurm. Keine Sorge, Rambo möchte dich überhaupt nicht waschen. Und warum schrubbt er den Schorsch dann? Das sieht nur so aus. Es fühlt sich aber auch so an. Waschbären haben einen besonders ausgeprägten Tastsinn und 5 Finger, mit denen sie sehr geschickt umgehen können. Ich habe auch 5 Finger und ich bin auch sehr geschickt damit. Ich kann einen Faden in ein ganz kleines Nadelöhr einfädeln. An diesen Fingern sitzen viele Tasthärchen. Haare habe ich allerdings nicht auf meinen Fingerkuppen. Jetzt halt doch mal still. Aufhören! Nicht unter Wasser kitzeln! Da verschlucke ich mich ja! Rambos Finger sind von einer schützenden, dünnen Hornschicht umgeben und die weicht unter Wasser auf. Dann kann Rambo noch besser tasten und mit seinen Fingerkuppen fühlen. Das stimmt. Hornhaut weicht im Wasser wirklich auf. Wenn ich lange bade, dann sehen meine Fingerkuppen immer ganz schrumpelig und aufgequollen aus. Waschbären finden ihre Nahrung oft im Wasser. Und weil sie alles betasten und zwischen ihren Fingern drehen, sieht es so aus, als ob sie es waschen. Dann müsste Rambo eigentlich Tastbär heißen und nicht Waschbär. Jetzt weiß ich's. Du fühlst dich an wie ein Würstchen, Schorsch. Ich bin aber kein Würstchen. Keine Sorge, das weiß ich. Du bist ein Kumpel. Außerdem riechst du nach Knoblauch. Lässt sich auch leider nicht abschrubben. Kommt wohl von innen. So, jetzt ist es aber mal gut. Ich will raus aus der Badewanne. Okay, dann guck ich in die Mülltonne. Mach ich jeden Abend. Mal sehen, was ich dort finde. Dann war das also wirklich der Waschbär, der gestern meine Mülltonne umgeworfen und ausgeleert hat. Jetzt werde ich aber ärgerlich. Wo ich doch morgen Besuch bekomme.
Na, warte. Ich brauche ein Wurfgeschoss, um den Frechdachs zu vertreiben. Da, mein Gummistiefel. Zielen und Schuss! Ich glaube, ich habe ihn vertrieben. Jedenfalls sehe ich ihn nicht mehr. Hey! Boom! Nicht an! Lass mich raus! Ich bin eingesperrt! Hilfe! Oje, oje. Jetzt fühle ich mich schlecht. Das war keine Absicht. Ich wollte den Waschbären doch nur vertreiben. Hoffentlich habe ich dem Kerlchen nicht wehgetan. Hilfe! Herr Günther! Rambo ist in der Mülltonne eingesperrt. Das geschieht ihm ganz recht. Was hat er auch darin zu suchen? Aber wir müssen ihm helfen. Mein Bürzel schmerzt noch immer. Außerdem ist die Mülltonne dreckig. Ich könnte mein vornehmes graues Gefieder beschmutzen. Wenn ich den erwische, der mich eingesperrt hat, ich habe lange Krallen. Wer mir zu nahe kommt, hat nichts zu lachen. Jetzt trau ich mich nicht mehr an die Mülltonne heran. So niedlich der Waschbär auch aussieht, ich glaube, er kann ganz schön ungemütlich werden. Was mache ich denn nun? Wenn ich den Deckel öffne, springt mich der Waschbär vielleicht an. Hey, helft mir hier raus! Nee, ich bin frisch gebadet. Ich krieche nicht an einer dreckigen Mülltonne hoch. Dann halte dich an meinem Häuschen fest. Ich nehme dich Huckepackschuss. Hihi, das macht Spaß. Ja, mein Pferdchen. Du bist ganz schön schwer, Schuss. Aber ich schaffe es. Ich bin gleich oben. Vielleicht hättest du auch mal baden sollen, Monika. Das bin nicht ich. Ich glaube, es ist der Müll. Rambo! Hörst du uns? Ich bin ja nicht taub. Schrei nicht so herum. Waschbären haben sich auf sehr leise Geräusche spezialisiert. Sie können sogar das Graben eines Regenwurms in der Erde hören. Also, das ist wirklich kaum zu glauben. Tja, so ein Regenwurm ist eben nicht zu überhören. Könnt ihr mal mit eurem Palaver aufhören? Helft mir endlich! Aber ich bekomme den Deckel nicht auf! Ihr sitzt so fest! Fass mal mit an, Schoss! Ich mach ja schon! Ich hänkle mich in den Griff ein. Ich habe nicht genug Kraft, obwohl ich ein sehr muskulöser Regenwurm bin. Du musst dich von innen dagegen stemmen, Rambo. Ich versuche es ja, aber das Ding klemmt. Herr Günther, Sie müssen uns helfen. Aber mein Bürzel. Rambo hat Ihren Bürzel gerettet. Jetzt müssen Sie seinen retten. Also gut, ich humpele zu euch herüber. Diese Schmerzen. Jetzt haben Sie sich nicht so und kommen hochgeflattert zu uns. Das ist wirklich eine dramatische Rettungsaktion. Hoffentlich schafft es der Gänserich, den Waschbären zu befreien. Ich bin da. Igitt, ich sitze auf einer Mülltonne. Wie unpassend für einen gelehrten Gänserich wie mich. Können Sie mit Ihrem Schnabel an dem Griff ziehen? Dafür muss ich flattern. Wenn ich auf dem Deckel stehe, kann ich ihn schließlich nicht anheben. Also los. Ich versuche es. Yeah! Yippie! Gerettet! Aua! Mein Bürzel. Bloß gut. Dem Waschbären ist nichts passiert. Aber wo ist denn Schorsch hin? Hier oben, über euch, auf der Laterne. Der Mülltonnendeckel hat mich wie ein Katapult hochgeschleudert. Kann mich mal einer hier runterholen? Die Lampe ist ganz schön heiß. Ich kann nicht noch einmal hinauffliegen. Eine Rettungsaktion am Tag genügt mir. Nun ist mein Bürzel endgültig ruiniert. Okay, kein Problem. Ich hol dich runter, Schorsch. Du bist ja ein richtiger Kletterkünstler. Kürzlich habe ich einen Film über einen Superhelden gesehen.
Der ist genauso geschickt an einer Hauswand hochgeklettert wie der kleine Waschbär an der Laterne. Waschbären leben eigentlich im Wald und deshalb können sie hervorragend auf Bäume klettern. Du wohnst im Wald? Yeah, da kann ich mich richtig gut verstecken und den Tag verschlafen. Waschbären sind am liebsten in der Dämmerung oder in der Nacht unterwegs. Hallo? Ich sitze immer noch auf der Lampe. Langsam versenge ich mir die Füße. Ein Regenwurm hat keine Füße. Ich brutzle trotzdem vor mich hin. Komm her, Kumpel. So. Hab dich. Ich bring dich runter. Rambo läuft der Kopf über den Mast herunter. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Wenn die Katze vom Nachbarn den Baum herunterklettert, dann steigt sie immer zuerst mit dem Schwänzchen herab. Das gelingt Rambo, weil er seine Hinterpfoten nach hinten verdreht. So kann er sich besser festhalten. Schnell, 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 Rambo. Bring mich zum Waschtrog. Ich muss mich abkühlen. Puh. Das war knapp. Beinahe wäre es verglüht, mein armes Regenwurmschwanzspitzenzipfelchen. Das ist aber ein sehr schweres Wort. Stegenwurmwandschwitzstipfelchen? No. Regenwurmstanzschmitzstipfelchen? Stegensturmstanzschmitzspitzelchen? Regenwurm, Schwanz, Spitzen, Zipfelchen! Jetzt hab ich's! Nein, du hast es nicht. Du sprichst es falsch aus. Ich bin ja auch ein Amerikaner. Er ist ein Amerikaner. Wie aufregend! Kein Wunder, dass du ein Superheld bist. Seine Familie lebt doch schon seit über 80 Jahren hier bei uns. Und da redest du immer noch so komisch. Humbug, ihr redet komisch. Ich rede völlig normal. So hab ich jetzt von meinen Großeltern gelernt. Und die von ihren Großeltern. Und die kamen aus Nordamerika. Der Waschbär kommt auch aus Amerika? Also so ein Zufall. Da bleibe ich doch noch ein bisschen wach. Vielleicht erfahre ich etwas, das mir hilft, morgen meine Gäste gut zu bewirten. Nordamerika ist bestimmt sehr, sehr weit. Kolossal weit. Meine Vorfahren sind mit einem großen Schiff hierher gereist. Da hätten es deine Waschbären-Urgroßeltern aber gut. Ich würde auch gern mal mit einem großen Schiff verreisen. Man muss leider dazu sagen, dass die Waschbären nicht freiwillig hierher gereist sind. Nicht freiwillig? Nein, sie wurden von Pelztierzüchtern hergebracht. Von Pelztierzüchtern? Die wollten Pelze aus den Waschbär-Urgroßeltern machen? Das ist ja schrecklich! Puh, bloß gut, dass mir kein Pelz wächst. Die armen Tiere. Ich habe für den Winter zwar auch einen Pelzmantel, aber der ist aus Teddystoff und nicht aus Tierfellen. Warm hält er mich trotzdem. Die Pelzhändler waren zum Glück nicht so schlau wie meine Urgroßeltern. Sie sind ihnen entwischt. Yeah, yeah. Es gibt noch andere Tiere bei uns, die ursprünglich nicht hier lebten und eine weite Reise hinter sich haben. Sind die etwa auch entführt worden? Nicht unbedingt. Muscheln aus der Karibik hängen sich zum Beispiel oft außen an eine Schiffswand. Sie fahren als blinde Passagiere mit und gehen dann bei uns von Bord. Das klingt aber sehr gemütlich. Und Insekten aus Südamerika können sich in Obstkisten verirren, die mit dem Flugzeug transportiert werden. Das erinnert mich an etwas. Die Verkäuferin im Dorfladen hat mir einmal erzählt, dass sie in einer Bananenkiste eine riesige Krabbenspinne gefunden hat. Die Verkäuferin hat sich furchtbar erschreckt. Aber ich glaube, die arme Krabbenspinne hat sich genauso erschreckt. Schließlich war sie plötzlich in unserem verregneten Dorf und nicht mehr in den sonnigen Tropen. Die meisten exotischen Tierarten können bei uns aber gar nicht überleben. Ja. Hier ist es ziemlich nass und kalt und das Futter ist manchmal auch ganz schön rar. Nicht gut. Anderen Tieren gefällt es hier so gut, dass sie sich stark ausbreiten.
Manche dieser Tiere sind schon vor sehr langer Zeit eingewandert und wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, dass sie aus einem fremden Land kommen. Auf einer meiner weiten und sehr bildenden Reisen habe ich erfahren, dass unsere Hauskatzen eigentlich aus Nordafrika stammen. Wirklich? Na, das ist aber interessant. Und ich dachte, Katzen hat es hier schon immer gegeben. Und Karpfen kommen eigentlich aus Asien. Also das hätte ich wirklich nicht gedacht. Habe ich vielleicht auch ein paar ferne Vorfahren? Vermutlich stamme ich von chinesischen Kaiserwürmern ab. Stellt euch das mal vor! Seine kaiserliche Hoheit, Schorsch! Nein, Regenwürmer gab es schon immer hier. Und was ist mit Schnirkelschnecken? Auch Schnirkelschnecken sind schon immer in unserem Garten zu Hause. Aber auf einer meiner weiten und äußerst bildenden Reisen habe ich von den afrikanischen Riesenschnecken gehört. Sie können bis zu 18 Zentimeter lang werden. 18 Zentimeter? Wie praktisch, dass ich immer ein Maßband für meine Handarbeiten einstecken habe. Mal sehen, wie lang 18 Zentimeter sind. Donnerwetter! Das ist ja so lang wie meine Hand. Oh yeah, diese Riesenschnecken sind wirklich riesig. Diese Schnecken aus Afrika sind nach Amerika gekommen und nun fressen sie dort alles, was ihnen vor die Raspelzunge kommt. Sie können eine ganze Ernte vernichten. Sie futtern Erdnüsse, Melonen und sogar den Putz von den Wänden. Oh, na da bin ich aber froh, dass es diese Schnecken nicht hier bei uns gibt. Ich mag den Putz an meiner Wand nämlich. Diese fremden Arten können manchmal zu einer Bedrohung für die einheimischen Pflanzen und Tiere werden. Amerikanische Grauhörnchen zum Beispiel verdrängen unsere einheimischen Eichhörnchen. Jawohl, die klauen die Nüsschen von den Eichhörnchen. Das stimmt, das hat Eichhörnchen Heidi erzählt. Und das ist gefährlich, weil die Eichhörnchen dann im Winter verhungern müssen. Der amerikanische Ochsenfrosch ist auch eins dieser Tiere. Ochsenfrosch? Den kenne ich. Das ist ein Großmaul. Jetzt muss ich aber mal genau zuhören. Vielleicht erfahre ich etwas Interessantes über dieses Tier. Der Ochsenfrosch hat keine natürlichen Feinde hier und vermehrt sich deshalb sehr schnell. Sobald bei uns Ochsenfrösche in einem Teich sind, endet das in einer Katastrophe. Katastrophen sind gefährlich. Um Himmels Willen, warum denn das? Ich mag Katastrophen. Ist es eine Katastrophe mit Krabum und Peng? Nein, es wäre eine Katastrophe, bei der bald alle anderen Tiere im Gänseteich verschlungen oder vertrieben würden. Dort, wo ein Ochsenfrosch lebt, würde ich nicht schwimmen wollen. Dieser Frosch hat spitze Zähne und schnappt nach allem, was sich bewegt. Etwa auch nach meinem Regenwurmschwanzspitzenzipfelchen? Nach dem besonders. So ein Mist aber auch. Dann könnten wir gar nicht mehr abklatschen. Geht gar nicht. Gib mir eins. Yeah. Ich muss den Bürgermeister unbedingt davon abhalten, den Ochsenfrosch in den Gänseteich zu setzen. Hoffentlich kann ich ihn überzeugen. Er ist leider manchmal etwas dickköpfig. Deshalb ist es verboten, exotische Tiere in der Natur auszusetzen. Es ist verboten? Das wird den Bürgermeister umstimmen. Er achtet nämlich sehr darauf, dass bei uns die Gesetze eingehalten werden. Also ich bin wirklich froh, dass es diese amerikanischen Riesenfrösche nicht in unserem Gänseteich gibt. Jetzt mach nicht alle Tiere schlecht, die aus der Ferne hierher gekommen sind. Als ob von euch keiner Humbug in Amerika anstellt. Da hat Rambo allerdings recht. In Nordamerika zum Beispiel gab es bis vor ein paar Jahren keine Regenwürmer. Keine Regenwürmer? Die armen Amerikaner. Ja, aber wer lockert denn dort den Boden? In Amerika ist der Boden anders als hier. Yeah, ist ganz weich und federt wie ein Trampolin. In der Tat. Dort bleibt nämlich das Laub auf der Erde liegen. Ist ja ganz klar, weil keine fleißigen Regenwürmer dort aufräumen. Aber auf dieser lockeren Laubschicht wachsen ganz andere Pflanzen als bei uns. Wirklich?
Ich muss mir unbedingt von den amerikanischen Gästen berichten lassen, wie diese Pflanzen aussehen. Inzwischen allerdings haben sich in Nordamerika eingeschleppte Regenwürmer in Scharen ausgebreitet. Es gibt dort in manchen Wäldern eine regelrechte Regenwurmplage. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es kann niemals zu viel Regenwürmer geben. Oh, doch. Die vielen Regenwürmer verändern den Boden. Dadurch können dort plötzlich verschiedene einheimische Pflanzen nicht mehr wachsen. Seht ihr? Regenwürmer machen viel mehr Humbug als Waschbären. Viele Tier- und Pflanzenarten wechseln jedes Jahr ihre Wohnorte. Einige von ihnen verdrängen die einheimischen Arten. Andere Zuwanderer dagegen stärken unsere Natur und bereichern sie. Es gibt bei uns zum Beispiel schon wild lebende Flamingos. Oh, da Flamingos? In der Tat. Wie exotisch. Ich bin aber auch eine Bereicherung für den Garten. Ich räume nämlich auf. Also ich finde eher, dass dieser kleine Waschbär mächtig Unordnung macht. Überall wird bei euch Zeug liegen gelassen. Und ich räume das dann auf. Die Mülltonne räume ich sehr gern auf. Bin ich am Ende vielleicht ein bisschen selbst schuld, dass sich der Waschbär hier so wohl fühlt? Ich habe in meinem Schuppen noch alte Sicherungsgurte. Die muss ich gleich suchen. Da sind sie. Damit verschließe ich den Mülltonnendeckel. Dann ist morgen alles ordentlich. Mal sehen, was ich noch so finde. Ah, was haben wir denn hier Schönes? Ab damit in die Wanne und mal fühlen. Yippie, yam, yam. Ich weiß, was es ist. Ich auch. Das war ein Maiskolben. Der ist doch für meine Gäste. Zum Glück habe ich reichlich davon. Vielleicht finde ich noch mehr. Jetzt räumt der Waschbär meinen halben Schuppen aus. Er stellt wirklich viel Unsinn an. Oje, jetzt hat er die Apfelkiste entdeckt. Yeah! Hier gibt es so viele leckere Sachen. Ich überlege gerade. Vielleicht ziehe ich hierher um. Zu euch. Ach nö, dann müssen wir ja ständig Knoblauch futtern. Ich bin auch nicht sicher, ob mir das gefällt. Ich sollte wohl besser kein Brot mehr auf den Komposthaufen werfen und die Schuppentür abschließen. Vielleicht schaffe ich mir einen Komposter mit Deckel an. Dann locke ich den Waschbären gar nicht mehr herbei. Du solltest lieber im Wald wohnen bleiben. Das ist näher am Gänseteich. Es gibt einen Gänseteich hier. Wow! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Da muss ich sofort hin. So niedlich der Waschbär ist, ich wäre wirklich froh, wenn er im Wald wohnen bleibt und nicht in meinen Schuppen zieht. Ich schwimme doch so gern. Yeah, schwimm, schwimm. Dort kann ich im Wasser herummatschen und alles genau befühlen. Gibt es da auch kleine Fische? Ja, die gibt es. Oh, yippie! Und auch Frösche? Ja, aber zum Glück keine Ochsenfrösche. Ach, herrje! Der Ochsenfrosch. Den hätte ich beinahe vergessen. Ich muss sofort den Bürgermeister anrufen. Herr Bürgermeister? Sind Sie noch wach? Es geht um den Ochsenfrosch. Den dürfen Sie auf keinen Fall im Gänseteich aussetzen. Das ist verboten. Ja, ja, ja. Per Gesetz verboten. Ich weiß auch nicht, was Sie nun mit dem Frosch machen sollen. Vielleicht kann der Zoo ihn aufnehmen. Sie fragen dort an? Wunderbar. Gute Nacht, Herr Bürgermeister. Puh, das war knapp. Nicht auszudenken, was da hätte passieren können. Nun hole ich aber lieber die Schüssel mit den Maiskolben herein. Ich möchte nicht, dass der kleine Waschbär alles auffuttert. Sonst habe ich ja morgen nichts mehr für meine Gäste. So, ihr Lieben, seid nicht sauer, aber ich muss los. Der Gänseteich ruft. Dann komme ich gleich mit. Ich glaube, mein Bürzel hat sich mittlerweile erholt. Bis morgen. Bis morgen, Herr Günther.
einen Superhelden braucht, dann ruf mich, okay? Aber vorher essen wir Knoblauch. Nur zur Sicherheit. Los, George, noch ein letztes Mal. Gib mir eins. Yeah! Bye, bye! Jetzt bin ich aber wirklich müde. Ich muss schnell ins Bett, damit ich morgen ausgeruht bin, wenn die amerikanischen Gäste kommen. Vielleicht laden sie uns ja auch einmal zu sich nach Amerika ein. Das wäre wirklich wunderbar. Ich bin so gespannt, was sie mir von ihrer Heimat erzählen werden. Hoffentlich verstehen wir einander. Irgendwo im Schrank muss noch ein englisches Wörterbuch von meiner Großmutter stehen. Ah, da ist es ja. Ich werde schon mal die Begrüßung üben. Welcome to my garden. Das heißt, willkommen in meinem Garten. Ob ich das richtig ausspreche? Ach, egal. Ich freue mich auf meine Gäste. Und ich glaube, ich bin gut vorbereitet. Ach, halt. Da fällt mir noch etwas ein. Ich muss die Eiswürfelbehälter in meinem Gefrierfach auffüllen. Der amerikanische Bürgermeister möchte nämlich immer ganz viel Eis in seinen Getränken haben. Merkwürdig, oder? Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, andere Länder, andere Sitten. Und nun gehe ich ganz schnell ins Bett. Monika? Krieg ich ein Gute-Nacht-Küsschen? Nee, du müffelst nach Knoblauch.